Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Splatoon. Yo, Leute, im letzten Part haben wir mal Level 5 erreicht bei den Online-Kämpfen da vorne in der Arena. Und ich wollte mal gucken, was wir jetzt mit dem Level 5 alles hier uns so holen können. Deswegen checken wir mal ab, ob wir in den Läden jetzt irgendwas krasses Neues bekommen. Oh, hallelele. So, aber es sieht nicht so aus, als ob wir irgendwas Neues mit Level 5 bekommen hier. Wir können uns eine coole Brille vielleicht holen, die Endspurt hochmacht, was auch immer das bedeutet. Zähigkeit finde ich gut, das lassen wir, glaube ich, auch einfach. Ansonsten hier irgendwas Neues. Oh, hier ist was Neues. Deine Stufe hat sich erhöht, Mann, du bist cooler geworden, Mann. Eine Punkt 52er Galleon. Ja. Ja, als Hauptwaffe sogar der Blablabla mit extra großer Düse für ordentlich Tinte in der Arena. Das Schusstempo ist aber gering. Aha, okay, alles klar. Bla 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 bla. Was? Ach so, mit den Plänen kriegt man hier auch noch Sachen. Ich hätte es vielleicht nicht überspringen sollen jetzt hier gerade. Mit diesen Plänen und meinem überragenden Verstand kann ich meine Angebote noch erweitern. Also ich gebe ihm jetzt quasi die Pläne, die wir im Singleplayer-Modus, glaube ich, freigeschaltet haben. Ha, fertig! Wenn nur mein Großpapa hier wäre, um seine Ideen verwirklicht zu sehen. Aber jetzt genug der Sentimentalitäten. Zurück zum Waffengeschäft. Du weißt, dass ich meine Babys niemandem ohne das nötige Kleingeld und die passenden Stufe überlasse. Die hätte ich Junior Glexa Plus anzubieten. Auf dieses Set kam ich, als ich die Entwürfe meines Herrn Großpapa wälzte. Er wäre so stolz. Die Hauptwaffe hat alle Vorzüge des Junior Glexers. Bla bla bla. Okay, als Spezialwaffe kommt noch ein Echolokator dazu. Aha, aha. Aber das ist noch nicht alles. Du bist jetzt auch offiziell bereit für den Algenklecks-Konzentrator. Aha, aha. Klecks-Konzentrator, Set gebastelt, Sprinkler. Mann, ist ja gut. Komm, ich kann mir die auch so angucken. Ich reserviere sie dir. Dankeschön. So, wir gucken uns den ganzen Spaß mal an. So, hier ist der Junior-Kleckser. Der Plus. Junior-Kleckser Plus natürlich. Ist der irgendwie besonders? Ich habe keine Ahnung. Wir können jetzt den komischen Sniper-Dings da holen, aber den will ich nicht. Der ist doof. Was ist das hier? Feuerkraft hoch, Feuerrate gering, Reichweite so mittel. Okay, ich würde ihn gerne mal ausprobieren. Moment, Y da oben. Nein, daneben. Oh, das ist so kompliziert alles. Testen, Leute, testen wir mal die Waffe. Bin ja mal gespannt, was die taugt. So. Aha. Aha. Ist die jetzt irgendwie cool? Ich meine, färbt die viel? Nö, ne? So viel färbt die jetzt aber auch nicht ein. Aber die hat, glaube ich, großen Schaden, wenn mich da nicht alles sitzt. Oh ja, oh ja. Okay, die hat relativ großen Schaden auf jeden Fall. Da muss ich nicht so oft treffen. Ist eigentlich auch ganz cool, ne? Müsste ich mal gucken, ob es irgendwie lohnt. Und da haben wir das Teil hier mal auch noch. Moment. Ah, das ist natürlich auch geil, ne? Ich weiß halt nicht, ob der zum Färben so geeignet ist, zum Einfärben, weil darum geht es ja letztendlich. Was ist eigentlich da oben? Oh, hier geht die Party ab, oder was? Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt die normale Kraft von einem Kontrahenten ist, das da hinten. Zu wenig Tinte für eine Bombe. Ich will jetzt eine Bombe da reinwerfen. Was zur Hölle ist denn das jetzt schon wieder? Aha, okay. Das sind quasi so Blockierteile. Okay, okay. Ich bin verwirrt. Ach, hier können wir alle mal ausprobieren. Okay. Aber das ist schon eher mein Ding, ne? Der macht zwar nicht so viel Schaden. Aber der schießt halt schneller. Das ist halt eher so mein Ding. Wenn so Teile schnell schießen, ist das schon geil irgendwo. Und der färbt halt auch ein bisschen geiler ein, finde ich, ne? Was gibt's denn hier noch so? Okay.
Ja, den Roller will ich irgendwie nicht. Ja, Roller will ich nicht. Ich will eine Knarre haben. Eine Shotgun will ich haben, ja, genau. Ich weiß es nicht. Feuerrate, Feuerkraft ist bei dem höher. Moment. Reichweite ist auch höher. Ich glaube, ich bleib bei dem, wo ich hab. Ich meine, der schießt zwar schneller, aber dafür ist der halt aber auch ein bisschen stärker noch. Ja, der ist, glaube ich, cooler. Ich bleib bei dem. Ich bleib bei dem. Komm schon, was soll der Terz? So, was haben wir noch so am Stissel dir? Wir haben ja ein bisschen Geld am Start. Wir können uns ja auch einfach mal was kaufen. Wir müssen es ja nicht gleich verwenden. Ne? Was haben wir denn hier noch? Haben wir hier noch was Cooles Neues? Nee. Nur die Brille. Die will ich mal kaufen. Und einfach anlegen und gucken, wie es cool aussieht. Aha. Naja, sieht ganz okay aus. So, haben wir hier noch irgendwas Cooles Neues? Die zwei Teile, okay. Tintinfähig, bla bla blub 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 blub. Was ist das hier eigentlich? Sieht das cool aus? Ich will wissen, ob das cool aussieht. Naja, sieht nicht sehr cool aus, nee. Hier irgendwelche coole neue Shoes, die irgendwie mega krass sind. Ha. Keine Ahnung, sieht alles so kacke aus. Na egal, komm, wir holen uns jetzt einfach... Wir holen uns jetzt einfach die hier, weil die ist sauteuer. Zack, aber wir können es uns leisten. So, ab, aber ich will sie nicht ausrüsten. So, ich will eigentlich hier jetzt mal kurz raus wieder. Und will meine alten Sachen wieder anlegen. Okay, wir sehen jetzt ein bisschen anders aus auf jeden Fall. Aber ich hab's davor, hat's mir besser gefallen, muss ich sagen. Moment, wir passen mal wieder an. So, hätte ich hier gern wieder meine Mütze. Hier hätte ich gern... Ja, das sieht irgendwie schon geil aus, ne? Mir gefällt das vom Design her recht gut, das hier. Und die Schuhe sind eh geil. Moment, die hier. So. Ja, das hier passt halt zu den Schuhen. Aber das hier passt zum Rest irgendwie. Ich finde das hier cooler. Ich lasse einfach mal das an. Es muss ja jetzt nicht irgendwie was bringen. Es muss ja einfach nur cool aussehen. Und es sieht einfach cool aus. Guckt mal. Es sieht voll lässig aus. Yeah. Cool, man. So, jetzt haben wir schon fast den halben Part verschwendet damit. Nur damit ich mich hier umgeguckt habe für neue Sachen und so ein Quatsch. Na, so, jetzt wollen wir hier aber mal wieder ein bisschen Story weitermachen, damit wir auch ein Stück kriegen. So, alter Mann. Wir können uns doch da irgendwie hinporten. Moment. Das geht nicht. Moment, da kann ich da hinten kann ich mich hinporten. Und von hier... Boah, Moment. Moment. Das am Schluss, wenn sie aufkommen, dieses Bring! Hört nochmal. Das hört sich an wie, ah Gott, wie Yoshi. Wie Yoshi, wenn er die Stampfattacke gemacht hat. Macht er auch so, Bring, Bap, so, Bring, Bap. Ja, das hört jetzt blöd, damit ich das so sage, aber denkt mal dran, dass Yoshi eine Stampfattacke macht und das hört sich genau so an, wie wenn sie aufkommt. Bring, Hap. So, macht der. Es ist einfach so. Ich schwöre euch. So, so viel dazu. Wir wollen darüber in Welt 3 oder in Zone 3. So, zack. Was geht denn hier so ab? Ich möchte gerne mal da hoch. Zack. Ist da oben irgendwo ein Löffel vielleicht für mich versteckt, bitte? Ja, da haben wir doch schon einen Level. Das nehmen wir doch gleich schon mal. Ich bin mal gespannt, wie schnell wir hier durch die Story durchkommen. Ob das jetzt noch länger dauert oder ob das Ganze jetzt schnell geht. Weil wir haben schon 2 von 5 Welten abgeschlossen. Oh, unsichtbare Böden. Das ist ja mal lässig. Diese und Oktog-Gauner haben den Weg unsichtbar gemacht. Habe ich gemerkt. Das ist aber cool, die Idee. Octoling-Alarm! Ach, Alarm. Oh, naja, okay, wenn es unsichtbare Wände sind hier. Ist das alles natürlich nicht so einfach. Wo ist die? Komm her, ich mach dich Messer und so. Haha! Sprungfeld aktiviert, Mann! Yeah! Abflug! Sehr nice!
So, wer sucht denn hier noch Stress? Unsichtbare Böden sind irgendwie voll die lässige Idee irgendwo. Das gefällt mir. So, komm, spring. Und down. Komm ich so weit? Ach, sind alle geschützt. So, zack. Und zack, sehr nice. Wow, wer bist denn du? Nein, 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 keine Bomben, mein Freund. Keine Bomben. So, wer sucht denn hier noch Stress hier? Ja, das war jetzt ein bisschen lame von euch, muss ich sagen. Tja, läuft doch alles sehr gut bis jetzt. Die Tarntechnik der Octarianer ist bemerkenswert, Mann. Naja, nicht wirklich. Okay, ich muss anscheinend da hoch oder da drüber? Hä, wo muss ich hin? Wow, wo muss ich denn hin? Okay, Moment. Ah, da geht's lang. Gut gemacht, du weißt, was lang geht, Mann! Yeah, ich weiß alles. Geilo. Yeah. Und yeah. Sprungfeld activated. Ah, und ganz viele Punkte. Jawolla. So. Schön. Der Weg ist offensichtlich unsichtbar. Mann, du bist ja echt voll der clevere Typ, Mann. Offenbar unsichtbar. Tatata, das reimt sich ja. So, wo geht's lang? Kollege? Kollege? Kannst du das bitte sein lassen? Ich muss ja einen Weg finden. So, Moment, da geht's lang und da geht's lang. Mal ein bisschen Tinte auffüllen. Ich wollte nur Tinte auffüllen. Ich wollte nicht runterfallen. Ah, verdammt, das war jetzt nicht so geplant. Der Weg ist immer noch unsichtbar, Mann. Ja, ich hab's gesehen. Oder auch nicht gesehen. Versteht ihr? Nicht gesehen. Ja. Wow. So, jetzt mal ein bisschen schneller hier. Komm, hoch. So, zack. So, kannst du mal... Aua. Dann hab ich fliegen sehen. So, Moment. Jetzt wollen wir erstmal hier lang, bevor wir hier wieder Abgang machen. Moment, da geht's hoch anscheinend. Alter, kannst du damit aufhören? So, da geht's lang. Okay, wo ist der reguläre Weg, meine Freunde? Okay, da ist ein Weg. Zack, du wirst auch kein Problem. Mann, der Weg hier ist aber relativ schmal, ey. Ist aber auch irgendwie schmal, ey. So. Ich kann gar nicht hinsehen. Ja, dann hol dir eine bessere Brille, dann kannst du auch wieder hinsehen. Gedießt. So, zack. Wow, was war denn das für eine Mega-Attacke? War cool. Das war cool, yeah. Und hoch. Da hinten ist das Ziel, Leute. Checkpoint, Glass Checkpoint. So, wer will mit mir anlegen? Du? War jetzt nicht gerade die Herausforderung, muss ich sagen. So, zack und zack. Alter, Alter, mach dir mal keine Hektik hier. So, ei, ei, ei. Nein! Ah Gott, das ist... Ja, die Steuerung als Tintenfisch ist ein bisschen schwammig, ne? Die ist ein bisschen tintig, muss ich sagen. So, zack, komm. Die ist ein bisschen tintig. So, nochmal eins. So, und du. So, jetzt da rüber jumpen. So, jetzt erstmal dich erledigen. So, dann wollen wir dich erledigen. Dann ganz gechillt darüber und dich noch erledigen. Jawoll. Und, eieiei, das war knapp. Da haben sie mich beinahe noch erwischt. Okay, so hoch komme ich nicht. Nummer eins. Wow, okay. Es ist cool, dass man regeneriert wird, sobald man dann in die Tinte reingeht. So, Nummer zwei. Und dann du noch. Da habe ich euch doch alle. Du hast es drauf, Mann. Ja, ich war's. Sehr schön, Leute. We did it. Das Level war cool, Mann. Geheimtinte mal anders. Nett. Nett. So. Und wir haben natürlich das Pergament mal wieder nicht gefunden. So, jetzt die Frage. Wo sind denn noch Level? Da üben ist bestimmt ein Level. Ja, sieht man ja sogar. Dann da oben ist der Endboss bestimmt. Wir gehen mal...
Wir gehen mal darüber einfach. Was haben wir denn hier Schönes? Wir aktivieren mal diese ganze Teile hier am besten. Moment. Ich komme so weit nicht. Moment, da oben ist garantiert auch noch ein Level, oder? Ja, okay, machen wir erstmal das Level. Und dann gehen wir dahin, würde ich sagen. Yay! Action Jackson! Wow, oh, wieder ein Battle. Das ist geil. Das hat mir gefallen beim letzten Mal. Das sind sie wieder, die Oktolinge! Nein, Mann! Scheiße! Lass die Kleckse sehen! Okay, da okay. Haha, Vorsicht, die haben dieselben Fähigkeiten wie alle. Überraschen, bla bla, blub blub. Ich kann nicht gleichzeitig spielen und lesen, das ist kompliziert. Wow, die sind aber jetzt schon ein bisschen stärker, sehe ich. Aber kein Problem, wir sind auch nicht schwach. So, zack. Greifen sie von oben an. Okay, wenn ich weiß, wo. Ach komm, scheiß drauf. Das wird hier einfach hier one-on-one gebattelt. Da wird eine Feige von oben gesnipert, wie der Kollege im letzten Part, da im Online-Modus. Nee, da wird einfach knallhart in den Kampf gegangen. Halt dich von ihrer Tinte fern! Okay. Nein! Ah, verdammt. Ist da noch eine? Moment. Das da nehme ich noch mit. Zack. So, dankeschön. So, ist da noch irgendwas Cooles? Irgendwas Cooles? Moment, da hinten ist doch garantiert noch was Cooles. Moment, ich check das mal ganz kurz ab hier. Wir haben ja Zeit. Was ist das hier? Spezialwaffe. So, wie komme ich da hoch? Wir haben ja kein Zeitlimit hier, von daher kann man sich ja mal in Ruhe umgucken hier. Komm. So, was haben wir denn hier? Erfahrungspunkte. Da ist auch noch eine Kiste. Noch mehr Erfahrungspunkte. Schön, oder? Da oben ist auch noch eine. Nehmen wir auch noch mit, komm. Ah, guck mal da. Da muss ich noch irgendwie hochkommen. Von ganz da hinten. Von ganz da hinten, Leute, komme ich da hin. So, da haben wir das auch gefunden. Ist doch schön. Wow! Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass da noch so eine kommt. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber wir haben es geschafft, Leute. Auch wenn es der eine noch verarschen wollte am Schluss. Also, hey, ich glaube, es geht los. So, gesaved. Sehr schön. Okay. Yeah. Das Glück war der Inklingen hold und so wendete sich das Blatt. Und der Historikern ist unbestritten, dass der Sieg der Inklinge in erster Linie ihrer überlegenen Anzahl an Extremitäten zu verdanken ist. Oh Leute, sorry. Immer noch zu viel Husten. So, ja, ich habe zwar jetzt keine Ahnung, wie die Story hier ist, aber es ist doch schön, wenn man hier von der 4 zur 14 springt. Da kann man sich den Rest einfach, da kann man sich überlegen und ausdenken. Das kann man sich eh denken. So, cool. Berühre Schriftrollen und zieh dir mysteriöse Dokumente an. Yeah. So, ich möchte eigentlich aufrüsten, mal gucken. Ja, wir könnten den Tintentank höher machen. Wollen wir das oder wollen wir sparen auf... Ich würde ja lieber auf die hier sparen. Das mache ich, glaube ich, auch. Wir sparen mal auf mehr Ballergeschwindigkeit. So, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch... Wow. Schnell zum nächsten Level hier. Und dann beenden wir den Part dort auch. So. Weil der Part ist schon wieder vorbei, Leute. Es geht immer so schnell auf jeden Fall mit dem Splatoon-Action hier. Okay. Verrückte Plattformen. Leute, im nächsten Part geht's genau hier weiter. Ich bleib genau hier stehen im Scheinwerferlicht. Oh, so schön. Und ja, würde ich sagen, wieder mal, wie immer, sehr, sehr herzlichst vielen Dank, damit ihr zugeschaut habt. Und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Splatoon. Also Leute, bis dahin. Ciao sehen.